Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley mit Gorobai. Ich habe Post. Was geht? Entschuldige, dass ich schon wieder störe, aber ich brauche einen weiteren Gefallen. Ich habe einen neuen Hammer. Könntest du mal Eisenbarren schmelzen und vorbeibringen? Klar, Kind, habe ich. Let's go. Let's go! Du Clint Marie das doch. Der Clinty, wie man so Clint schön sagt. Mich hat er noch nicht angefasst. Mich schon. So, darf ich heute auch die Kuh mal melken, wie man so schön sagt? Ja, ist ein Kübel? Nee. Ja, musst du kaufen. Ich dachte, den teilen wir. Was? Das ist ein Werkzeug. Ja, nehmen wir aus meiner Kiste. Ah, nee, warte, ich hab den Inventar. Dann packen müssen wir eine Kiste in den Kuhstall. Ja, hab ich auch schon überlegt. Kübel liegt im Kuhstall. Kann ich nicht werfen. Ich glaube, ich kann. Warte, ich muss den Kübel in eine Kiste tun, warte. Ich kann den nicht aus dem Inf ziehen. Piep. Dann mach ich eine Kiste und dann stelle ich die da rein. Si. Erstmal den Kaffee trinken. Schneller laufen. Miau. Milch. Sehr gut. Oh, sogar eine goldene Milch. Okay. Ich dachte kurz, dass ich Nefi nicht mehr folge. Unerhört. Wäre okay gewesen, glaube ich. Nein. Achso. Ja, aber dann hättest du nochmal folgen können. Dann hättest du nochmal einen coolen Follower-Sound gehabt. Ich habe keine Follower-Sounds. Ah! Schon ewig nicht mehr. Nefi, Alter. Willst du keine Follower haben, oder was? Doch, aber es muss ja nicht jedes Mal der Name aufploppen. Das ist wichtig. Vor allem, du hast ja für jeden Follower mi, oder nicht? Ja. Ja, voll nervig irgendwann. Nö. Durchdrehen. Ich nicht, Leute. Ja, den Barsch kann ich ja jetzt auch, was weiß ich. Man bekommt normalerweise keinen zweiten Follower-Sound. Ja. Stimmt. Streamer findet Follower nervig, Nefi Cry. Hashtag abgehoben. Bringe Clint ein. Was ist? Sprich mit mir. Wann pflanzt man die Chat? Und wie lange wachsen die? Ich habe Saat bekommen. Oh, cool. Kann man die Eier auch ausbrüten? Ich glaube, ja. Immer und ja. Ich glaube, die kann man ausbrüten, wenn man so eine Brutmaschine hat. Wir haben nicht letztens gesehen, es gibt auch Strauße. Mhm. Okay. Nicht immer. Im Winter nicht. Im Winter kannst du gar nichts anpflanzen. 28 Tage braucht die. Eieiei. Erster Tag im Frühjahr anpflanzen. Gab's die bei Gunther oder was? Ja. Gab nur eine. Aber ich habe ein Rezept. Ich kann die jetzt öfter bauen. Okay. Okay, fast immer. Ah, Clint, scheiße. Aha, Clint. Immer vergesse ich meine Kunden. Wow. Clint, da hat die Geode aufgemacht und da war eine Sache drin für Gunther, die wir schon abgegeben haben. Ist doch gut, kannst du verkaufen. Ist doch froh, ist Cash. Du meinst die uralte Samen, die du dir gegeiert hast, die du nicht mit mir teilen wolltest? Hast du auch welche? Ja. Dann kann ich dir eine bauen. Was kannst du? Ich kann dir die bauen, die Saat, die ich bekommen habe. Ich habe eine Saat davon bekommen. Und ich kann jetzt mit der uralten Saat, die du hast noch, kann ich dir auch eine bauen. Achso. Ja, dann. Warte, ich guck nochmal. Ja, ein historisches Saatgut brauche ich. Dann kann ich dir auch eine Saat davon geben. Ich habe ja schon eine Saat. Nein, du brauchst den blauen Beutel davon.
Ja, habe ich doch. Uralte Samen. Können die immer wachsen. Ach, du hast die auch bekommen. Ach, du kriegst die Belohnung ja auch. Die sind ja doppelt anscheinend. Vergesse ich, da. Nee, bei Gunther sind die doppelt, stimmt. Beim Gemeindehaus waren die nicht doppelt. Aber, genau. Aber kriegen wir trotzdem mehr? Wie mehr? Können wir trotzdem mehr machen? Ja, ja, wenn wir historisches Saatgut finden. Du hast auch das Rezept bekommen, oder nicht? Dann kannst du die auch bauen. Ja. Jawohl. Direkt hier 8 Milliarden Leben abgezogen. Bist du in der Mine? Ja. Ich muss hier so Lava-Viecher killen. Eigentlich, aber das sieht schon schlecht aus für mich jetzt. Glaub nicht, dass ich das schaffe. Lavakrabben. Lavakrabben? Die sind voll selten, glaube ich. Das sind die sich so tarnen, als wenn sie Steine. Ja, voll selten. Gibt's gar nicht so oft. Stimmt das, Chat? Sind die selten? Ich habe vor allem erstmal kein Leben mehr. Es ist alles so ein bisschen. Yo! Was? Ich habe die doch gekillt! Sandhasser. Jetzt erfrischendes Moment. Gorobai! Gorobai, wach auf! Wer hat dich gefunden? Ich hab dich ohnmächtig in der Mine gefunden, der Linus. Na, da hat er sich wieder an den Taschen bedient. Bin ich mir sicher. 800 Gold? Ja, genau! Der hat die Kiste, die gemischten Samen und die geheime Notiz geklaut! Die geheime Notiz hat er sich gezeigt. Das ist unlucky. Die geheime Notiz ist echt schade. Oh. So ein Geier, Alter. Dass der sich die geheime Notiz zeigt, ist dreist. Er hätte mir gleich die Unterhose klauen können. Ja. Die geheime Notiz kann ja voll wertvoll sein auch. Ja, eben. Das ist hart. Das ist ein Geier. Wieso liest du die denn nicht sofort, ey? Was? Ich lese die immer sofort, deswegen. Ja. Ich habe gerade gekämpft und dann dachte ich, ja, kann ich gleich mal, wenn ich fertig gekämpft habe. Tja. Ja, RIP, ne? RIP. So ein Geier, ey, ehrlich. Nachtmarkt ist geöffnet. Heute gehe ich nicht zum Nachtmarkt. Keine Energie mehr, wie soll ich denn da zum Nachtmarkt gehen? Stimmt. Oh, ich will. Wusstest du, dass man bei uns auf dem Hof Hechte fangen kann? Ich auch nicht. Also du, ey, wurde mir eigentlich vorhin ab. Irgendwas, mir wurde von der Iridium-Angel was gezeigt. Dreist. Ist es so, dass ich Linus mega blöd finde? Unterhose war auch geheime Notiz, das stimmt. Geh Linus bedrohen, vielleicht kriegst du das dann wieder. Oh, ich bin erschöpft, ja. Hast du nicht noch den Kaffee? Kannst du trinken? Stimmt. Also 17 Uhr. Ist das nicht so ein bisschen verschwendet? 18 Uhr. Ist das nicht so ein bisschen verschwendet? Weiß nicht, wenn du noch was machen willst, nicht? Ich esse einen Lauch. Kannst dich natürlich auch ins Bett legen, ohne zu schlafen, dann generierst du auch. Ich habe Lauch gegessen, alles ist gut. Ach, zum Glück hat er nicht die uralten Samen geklaut, der Linus. Oh, ich habe etwas hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Habe ich jetzt auch. Na toll. Ich mach gerade die Müllquest fertig. Fertig vor allem. Ja, ich bin gut dabei. Guck mal, oh ja, ein Fortschritt. 7 von 20. Krass. Auf unserem Hof, wenn du da angelst, eigentlich nur eine Fischsorte. Und ohne Köder und ohne sonst was kriegst du eigentlich hauptsächlich immer Müll. Ist das jetzt positiv, dass man so viel Müll kriegt, oder? Ja, weiß nicht. Anscheinend ist unser Hof auf einer Mülldeponie gebaut worden. Auf einer Indianermülldeponie. Wir stören die Geister, wenn wir den Müll sammeln. Guck, ist in ein Haus gegangen, ich hab's genau gehört. Was bin ich? In ein Haus gegangen, ich hab's genau gehört. Wohne ich im Kuhstall? Jetzt schon. Bin in den Kuhstall gegangen, ich wollte da die Melkmaschine hinlegen, aber.
Gefailed. Weil ich die Melkmaschine vergessen habe. Aber jeder Gang macht schlank, ne? Macht auch jeder Gang schlank, wenn ich den Gang zum McDonald's nehme? Glaube nicht. Dann ist das Sprichwort gelogen. Oh, die Kuh wird müde. Wieso? Was machst du mit der Kuh? Das ist ganz schön. Wird einfach müde. So, du angelst einfach nur normal auf dem Hof, oder was? Ja. In dem kleinen Wasserloch. Ja, unten links habe ich so ein größeres Wasserloch. Ja, stimmt. Deins ist ein bisschen größer, dein Wasserloch. Nur wenn du da einen Salat bestellst. Eine zerbrochene CD habe ich geangelt, Evi. Geil. Hier, wir müssen das auch alles irgendwie auf dem Bahnhof in den Recycling-Container werfen, ne? Ey, ich habe einen Barsch gefangen. Alles in den Recycling-Container? Ja, wir müssen oben am Zug ist ein Recycling-Container, da müssen wir das auch einwerfen. Treibholz. Noch 9. Ich noch 8. Gesehen. Noch 7. Noch 6. Bei mir passiert gar nichts. Eine Joja-Cola, die zählt nicht, ne? Oh, weiß ich nicht. Okay, ich kann nicht mehr angeln, ich habe nur noch 2 Energie. Okay. Treibholz. Noch 4 Stück, okay. Können wir morgen anmachen. Bitte ins Bett gehen. Warte. Ich hab leichte 3. Energieprobleme, die ich jetzt erstmal wegkriegen muss. Ja, warte. Muss. Noch 3. Dann kann ich morgen direkt den Müll wegwerfen. Ist so geil. Mann, wenn du dich immer mit den Leuten prügelst? Ich war in der Mine für Demetrios. Ja. Hast du dich da wieder mit Linus geprügelt, oder was? Linus hat mich angeblich gefunden. Gefunden? Der hat dich hinterrücks mit einem Knüppel umgenockt, um dich auszurauben. Wie hat der eigentlich die Monster besiegt da unten? Ich sag ja, du wurdest nicht von einem Monster gekillt. Der hat dich hinterrücks mit einem Knüppel niedergeschlagen und dann ausgeraubt. Der Linus. Das ist so ein... Auf der Notiz stand bestimmt irgendwas drauf. Was ihn belasten könnte. Wahrscheinlich ist das gar kein Penner. Wahrscheinlich hat der voll die fette Hütte irgendwo. Der Linus. Das ist schon so einer. Komm, einen Anbiss noch hier. Ich wollte gerade sagen, geht meine Energie eigentlich noch hoch, aber tut sie. Natürlich ist der letzte Anbiss ein Fisch. Ja, dann direkt von der Angel lassen. Jetzt nehme ich den noch mit. Oh! Mitternachtskarpfen, let's go, hat sich sogar gelohnt. Der Mitternachtskarpfen. Der gibt 50 Energiegore, den hättest du gebrauchen können. So, ab ins Bett. Endlich. Finally. 17. Tag Fischen, im Winter. Stufe 7. Let's go. Angelstufe 7 oder was? Mhm. Das ist heftig. Ich bin Stufe 6. Mitternachtskarpfen gibt es 187G. Ah. Das ist gar nicht so viel. Nee. Ich sag's dir, diese Fische, die Angelei, die bringt gar nicht so viel. Morgen wird's regnen. Ich würde dir gerne ein paar Informationen über die kommende Veranstaltung geben. Das Fest des Wintersterns. Wuch. Gunther. Möchtest du Gunther synchronisieren? Oder hast du schon weitergeklickt? Nee. Guten Morgen, lieber Gorobai. Ich hoffe, es ist noch nicht zu früh. Ich wollte nur eben vorbeischauen und dir persönlich für all die wundervollen Artefakte, Mineralen... Was? Artefakte und Minerale danken, die du entdeckt hast. Du hast alleine echt... Ja, alleine. Naja, echt viel geleistet. Um genau zu sein, habe ich gerade einen Brief der regionalen Artefaktabteilung bekommen. Wir werden mit dem begehrten goldenen Schaufelpreis für unsere bemerkenswerten Beiträge in diesem Gebiet geehrt. Und das alles dank dir. Ich sollte dich wohl... Dank dir, klar. Ich sollte dich wohl besser wieder an die Arbeit lassen. Ihr gebt uns doch jetzt den Kanalisationsschlüssel, oder wie war das? Der gibt uns jetzt irgendwas.
Fast vergessen, ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein alter Schlüssel, der im Tresor des Museums mindestens 100 Jahre lang eingeschlossen war. Er ist ein wenig rostig, aber immer noch sehr schön. Ja, das ist der Kanalisationsschlüssel. Dann können wir da ja aufschließen. Da kannst du angeln gehen. Ah, Informationen über das Fest des Wintersterns. Ist Wichteln, bei dem man jemanden in der Stadt zufällig einer anderen Person zugeteilt wird. Am Tag des Festes bringt jeder ein Geschenk für seinen geheimen Freund mit. Kannst du mir deinen geangelten Müll in irgendeine Kiste legen, und damit ich überrascht ihn, dieses Jahr ist dein geheimer Freund. Wer ist dein geheimer Freund? Oh fuck! Hab ich weggedrückt, ich hab's nicht mehr gelesen. Mein geheimer Freund ist Jody. Weil die Cutscene bei mir kam. Verrate es niemandem. Das Fest wird am 25. von 10 bis 14 Uhr auf dem Stadtplatz. Dieses Jahr ist dein geheimer Freund Louis. Ich muss mir das irgendwo aufschreiben. Sonst vergesse ich das bis nächstes Mal. Ah, Louis, das Fest wird am 25. Oder wo kann man das sehen? Ja, es ist ein Fest. Ist es eine Quest? Es ist ein Fest. Ja, aber das ist ja erst, wenn wir nächstes Mal streamen. Erstmal sich selbst nehmen, ja. Genau. Ja, du wirst ja wohl Willy, wirst du dir wohl merken können. Es ist Jody. Ach, es ist Jody, ich denke, du hast Willy gesagt. Wer zum Geier Jody ist. Ja gut, Jody würde ich mir auch aufschreiben. Jody würde ich mir auch aufschreiben. Aber ist gut, dass ich den Bürgermeister habe, den du die ganze Zeit bestichst. Vor allem hat der Bürgermeister uns das geschickt. Weißt du, der weiß auch... Ja, der Bürgermeister weiß, dass ich es bin. Es ist Jody. Muss mir das aufschreiben. Jody ist die Mutter, oder? Von dem Haus unten links, oder? Ja, Jody ist die... Mit den braunen Haaren hier? Ja. Die Mutter von Haley, oder nicht? Nee. Ah, nee, Haley und Emily wohnen alleine. Das ist daneben die Mutter von dem blonden Skateboard-Dude, ne? Ja, und den beiden kleinen Kids. Ja, genau. Diese Mutter von Sebastian und Vincent. Oh, Vincent ist so ein undankbarer Name. Sorry, wenn ihr Vincent heißt. Tut uns leid. Jess gehört zu Marnie. Oh. Ach nee, Fiasta. Hast du den Müll weggelegt bei mir? In die erste Kiste? Ja. Ich brauche nur noch einen Trash und dann kann ich los. Weißt du, der will zum Müll angeln und angelt sie die ganze Zeit Fische. Das schon wieder. Wenn Linus wüsste, dass wir vorher unseren ganzen Müll hier reingeworfen haben, nur damit er uns diese Quest gibt. Und Linus so, oh wie schön, oh wie schön, der ganze Müll ist weg. Ja, ja, klar. Hm. Und 2020, so, let's go. Easy game. Korrupte Bauern, ey. So sind sie. Ja. Benötigt 5 Erze. So, das habe ich alles. Jody. Ja, da muss ich mir ja überlegen, was Jody... Hast du nicht gesagt, du hast auch Treibholz? Habe ich doch da reingelegt. 2, 4, 8. 16, 19. Zählt Joja Cola doch? Oder hast du einen Trash übersehen und mir nicht gegeben? Ich hab grad nochmal meine Kisten durchgeguckt. Ich hab da keinen Trash drin. Kann sein, dass Joja Cola gezählt hat. 13, 17. Kauhölzchen ist ein Artefakt. Hä, jetzt fehlt sogar noch eins mehr. Hab ich eins weggelegt? Kannst du nicht nochmal 2 angeln? Ich angel nochmal mehr. Hm. Wer weiß das schon so genau? Wieso habe ich nur halbe Energie? Weiß nicht.
Vielleicht erholst du dich von deinem Knüppelmanöver gegen Dinos nicht mehr. Vielleicht hat er dir einen Nerv geklemmt oder so. Ey, der Bürgermeister glotzt da auf den Kalender und ich hab keine Ahnung. Erstmal mit Jody sprechen. Jody, was magst du so? Sagt sie uns nicht. Da werde ich raten müssen. Oder googeln. Oder googeln. Was mag denn der Louis so? Erzähl doch mal. Das ist viel, danke. Louis. Louis' Favoriten sind Kartoffeln, Kürbis. Ah, die gute Hausmannskost. Ja, und normale Geschenke sind sowas wie Wildpflaumen, Brombeeren. Normales Geschenk wäre noch ein gewöhnlicher Pilz. Er mag keine Miesmuscheln. Die habe ich auch zufällig nicht mehr über, tut mir leid. Und Golderz mag er auch nicht. Der mag die nämlich nur als Coins. Die Schäkel müssen klappern. Jody mag Pfannkuchen, Käse und oder Diamanten. Dann kriegt sie einen Diamanten. Schäkel, Schäkel, Alter. Diamanten mögen alle. Diamanten kannst du immer vergeben. Käse wäre auch nicht schlecht, aber ich habe kein Hartholz. Der mag sein Gold nur als Statue von sich selbst. True. Wo hast du eigentlich dein Hartholz hergekriegt? Aus dem Wald. Da gibt's ja jetzt keins mehr dann. Doch, das wächst nach. Auch im Winter? Ja. Echt? Das sind Baumstämme, die im Wald wachsen. Unten beim See oder was? Nee, in dem geheimen Wald. Oh, wo ist denn der geheime Wald? Oben links im Wald. Ach, da oben im Wald. Ist auch schon ein paar Tage her, als ich da Holz geholt habe. Kann sein, dass da schon wieder neu gespawnt sind. Oh, dann wäre ich interessiert an der Stelle. Pfannkuchen mag Jody. Das werde ich ja sonst auch mal kochen können, oder? Ich habe halt immer schön die Königin der Soßen geguckt. Hinter dem Gemeinschaftszentrum ist was versteckt. Ja, das weiß ich auch nicht. Oben im Geheimwald. Das ist bei unserer Farm hoch, ne? Mhm. Nee, nicht bei unserer Farm hoch. Unten im Wald und dann links. Über dem Magierturm noch. Dann war ich da noch nie. Deswegen habe ich kein Hartholz. Lächerlich, Leute. Oh. Ach, da. Ja, okay. Got it. Ich hab den Schatz in deinem Gemeindezentrum gefunden. Ja? Mhm. Wie das denn? Ja. Einfach nur die Schlüssel. Ja. Ich hab wild rumgebuddelt. Weißt du noch, wo das war? Ja. Dann muss ich da auch nochmal gucken. Lohnt sich aber nicht. Nee? Nee. Möchte ich trotzdem haben. Dir vertraue ich nämlich nicht. Soll ich dir die Beschreibung des Items vorlesen? Ja. Gartenkunst für deinen Hof. Oh. Ich will es trotzdem haben. Denn, Nefi, haben ist besser als brauchen. Besser als brauchen, das stimmt. Oh, eine Zwergenschriftrolle. Ach, und hier ist dieser Gorilla oder was das ist, ne? Grobei hat eine Sternfallfrucht gefunden. Boah, weil ich die Frucht abgegeben habe, kannst du die auch abholen? Das ist dreist. Das ist dreist. Das ist beschiss. Ich habe hart dafür gearbeitet und er kann sich einfach snacken. Ich habe die Samen für die Frucht auch noch übrigens. Das ist dreist. Für mich ist aber hart beschissen hier. Sehr nice. Internet hängt bei Resi die ganze Zeit. Super nervig. Guck es dann auf YouTube einfach nochmal.
Eben, Resi. Vielen Dank fürs Zusehen, Resi. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Bis demnächst. Ich ziehe da mit aller Liebe diese Frucht, damit die Frucht so süß wird wie möglich. Und er geht da. Wie komme ich dann unten in diesen Wald? Wie unten? In den unteren Bereich. Da ist eine Lücke. Im linken Teil. Ach, davon. Da, ja. Ah, okay. Das sah halt so aus, als wären da viele Lücken. Deswegen war das ein bisschen scammy unterwegs. So, was habe ich jetzt? Oh, 15 Hartholz. Die Sternfrucht. Waren aber Stümpfe waren da? Ja, ja. Ein paar. Ja. Also 4 Stück sind da eigentlich immer. Ja, irgendwie sowas war da. Bisschen mehr, glaube ich. Das schon mal ganz gut, weil sonst kriegt man ja gefühlt nie Hartholz. Aber man kann auch selber Bäume anpflanzen, dass die auch Hartholz werden, ne? Meine ich. War das nicht so? Möglich? Ah, ich wollte was gucken. Nur 4 Bäume nebeneinander pflanzen oder so? Von derselben? Lol. Ist dann. Oh. Fuck, go. Ich hab ne Mission. Schaff das nicht. Lauf! Camo Gamer, danke für dein Follow. Was für eine Mission hast du denn? Wo ist das? Scheiße. Was hast du denn? Brücke. Busch. Hallo? Ich muss nach 12 Uhr hin, warte. Ich muss schon. Es wird spät. Es wird sehr spät. Das ist aber Assi. Oh, ist das Assi. Der Busch was. Oh! Okay, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt? Doch, ja. Oh, ich sollte um 0.40 Uhr an einem Busch wackeln. Rausgekommen sind Louis und Marnie. Achso, und dann war das einfach nur die Quest von wegen Wackel da dran. Aber es ist doch Winter. Ja, die hatten Spaß da drin. Bin im Bett. Louis und Marnie, ey. Wie denn? 0.40 Uhr poppen die da im Busch. So, war das nicht die letzte Folge jetzt? Ja. Bedeutet das noch einen Tag mehr oder bedeutet das keinen Tag mehr? Das weiß ich nicht. Wie bist du drauf? Ich weiß das auch nicht. Komm, wir machen noch einen Tag mehr. Komm. Okay. Einen Tag mehr noch, Leute. Nachdem Nefi hier Louis und Marnie erwischt hat, sozusagen. Das war aber nur ein Easter Egg, oder? Das hat mir nichts irgendwie. Ich hab Post. Also, das ist von Linus, dass wir das Tal gesäubert haben. Neues Herstellungsrezept: Fasersaatgut. Okay. Oh, noch ein Brief. Sashimi, Linus. Oh, danke. Der Linus, du. Der Linus. Hast du schon den Schatz vom Gemeindezentrum geholt? Nee. Die meisten Orts sind nur Easter Eggs. Hey, du, hoffentlich hat er seine Unterhose nicht wieder vergessen. Dann wirst du die bestimmt finden. Im Busch. Für ihn. Dass das aber auch 0.40 Uhr sein muss, ey. 0.40 Uhr oder danach, oder was? Nee, 0.40 Uhr stand da extra auf dem Zettel. Oi. Also so Zeitangaben in dem Spiel sind meistens wirklich on time. Also da musst du wirklich genau zu dem Zeitpunkt da sein. So. Heute kriegst du die Hühner und die Kühe. Ich hab nur die Hühner gestreichelt.
wie man so schön sagt. Gestreichel. Ja, was macht er denn sonst mit den Hühnern? Weiß nicht. Also manche Sachen sind echt ganz schön bescheuert, die man da sammelt. Vor allem, wenn das so Artefakte sind, die ich eh nicht abgeben kann. Was mache ich denn mit denen? Verkaufen? Was für Artefakte? Ich habe ja zum Beispiel angeschlagene Amphore. Ja, die verkaufst du einfach. Ich habe ganz viele von diesen Artefakten, die ich nicht... Ja, vertick die. Eine Hühnerstatue. Die Statue eines Huhns. Die habe ich auch schon 5-mal verkauft. Echt? Oder du kannst sie im Privatmuseum anlegen, wie du willst. Lohnt das? Was verkaufen? Im Privatmuseum anlegen. Oh, weiß nicht. Kommt drauf an, wie du drauf bist. Also die Artefakte alle verkaufen. Ja, habe ich. Das mache ich schon die ganze Zeit. Sieht halt nice aus, wenn man ein Privatmuseum hat. Ja, das ja. Ja, dann verkaufe ich das nicht. Kann ich nur empfehlen, ganz genau. Ein paar Werkzeuge. Ja, Dennis ist aber auch jemand, der hat schnell Langeweile in den Spielen, weil er sehr viel spielt und dann baut er halt so Privatmuseen, weißt du? Der Junge spielt Valheim, der spielt den ganzen Tag nichts anderes. Ich will gar nicht wissen, was für Hochhäuser der da schon gebaut hat. Jodie mochte auch Käse, ne? Müssen wir einmal den Käse hier behalten. Kriegt sie Käse anstelle von Diamanten. Diamanten ist nur für meine richtig guten Freunde. Ah, nee, halt. Nochmal zurück. Wird Zeit, dass wir den Pferdestall bauen. Oh ja. Ah, dann kann ja eh nur einer mit dem Pferd unterwegs sein. Weiß nicht. Also meine Burg ist erst zur Hälfte fällig. Eine Burg. So. Oh, was habe ich denn da? Ein Amphibienfossil. Ja, wieder ein Artefakt zum Verkaufen. Zack, zack. Aber ich habe relativ viel, wie heißt das? Geld wieder gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel Geld dann doch am Ende. Ich bin auch bei 15.000 schon wieder. Auch 7.000 jetzt. Könnte ich ja eigentlich die Gießkanne nochmal raushauen, ne? Für den Winter schon mal auf Gold bringen, aber ja, nee. Ich habe meine schon auf Gold. Ja, ich müsste noch. Imperator Caesar, schönen Abend wünsche ich dir auch und danke fürs Dabeisein. Jetzt ist ja jetzt auch schon der letzte Tag, so von daher, so viel wird jetzt heute auch nicht mehr passieren. Gehe ich mal von aus. Aber wird nicht mehr viel passieren. Schönen Abend noch. Auf jeden Fall. Oder gute Nacht heißt das. Was kostet denn ein Iridium-Sprinkler? Die kann ich jetzt auch bauen. Ja, Iridium. Eine Batterie, RIP. Es gewittert ja nie. Es regnet nie, es gewittert nie. Ja, ja, es regnet, also, beziehungsweise es gewittert nie, weil es auch nie regnet, ne? Ja. Ich habe hier einen Blitzableiter. Ich könnte Batterien haben, aber nein. Der Zauberer hätte Geburtstag gehabt, ne? Ah, traurig. Traurig. Captain Guru geht jetzt wieder hier. Ka-ching, hab ich genau gesehen. Weil ich mit ihm über den Kopf lauf, oder? Wie du da schnurstracks hingerannt bist, hab ich gesehen. Ja. Du hast den schon gerochen. Noch bevor ich hier wirklich dabei war. Ein Feld davor hast du schon gerochen. Auf der Farm wusste ich. Oh! Die ja, wären fertig. Oh, jetzt bin ich 19. Wieder arm, ey. Scheiße. Und warte mal, dann nächster Stream noch und dann ist endlich wieder Frühjahr, ne? Nächster Stream sind 4 Folgen. A8. Ja. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Also nächster Stream ist noch komplett Winter und danach der Stream ist Frühling. Das wird nice. Endlich. Aber wie ich auch gesagt habe, wir brauchen immer 3 Streams für eine Jahreszeit. Das stimmt. Oh, ich habe eine Cutscene hier. Ah, das fühlt sich gut an. Oh oh. Das Wasser war noch nie sauberer. Und das gilt auch für mich.
Der Linus. Der war nackig. Klingt nach Haley. Das war bei Linus. Klingt nach Haley. Wegen der tiefen Stimme. Oh, das ist mein Spargold-Chat. Ich kaufe nichts mehr, bis ich den hab. Was willst du machen? Das Zepter der Rückkehr kaufen. Was passiert dann? Damit kannst du dich von überall nach Hause teleportieren. Oh, das wäre gut. Das kostet aber 2 Millionen. Das wäre trotzdem gut. Dann good luck. Und ich brauche noch 20.000 für die Sternfallfrucht und das Schattenei ist auch cool. Die Iridium springt, da wäre auch ganz nice. Wo ist Abigail eigentlich jetzt gerade? Hast du sie mal gesehen? Erstmal angel ich jetzt hier den seltenen Fisch. Abigail? Nee. Ach fuck, ich muss mich mit den Zauberern anfreunden, ne? Sonst komme ich da nicht rein. Abigail. Ist sie hier im Markt drin? Nee. Was hat Pierre eigentlich? Ich war den ganzen Winter noch nicht bei Pierre. Der Pierre. Ja, weil der Pierre auch unnötig ist im Winter. Tja, Pierre. Man könnte im Winter ja schon mal Saatgut kaufen für den Frühling, ne? Aber nicht mit Pierre. Nicht mit Pierre. Wo ist Abigail? Das ist die große Frage hier. Die ist ganz oft im Wald beim Zauberer da am Turm. Ja, und im Winter spielt sie da auch Flöte irgendwo oben und sowas, aber... Okay. Beim Bergsee, aber es ist halt... Das Mani, vielleicht soll ich Mani mal einen Stein schenken. Das ist nicht der krasse Fisch. Abigail! 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 Müssen wir Saft abgeben? Saft? Weiß ich nicht. Einfach mal gekauft jetzt. Nee, müssen wir nicht. Wo zum Geier ist Abigail? Oh, auf den Karpfen. Penny hat die nach Hause gebracht. Ist Abigail in der Bar? Nee, was sind die da? Nee, die säuft nicht. Ah, die spielt immer das dumme Spiel da. Oh, das kann sein. Oh, ich will die Kiste. Abigail? So. Oh, Alter, wie voll das ist hier in der Bar. Die Abigail ist hier auch nicht. Wo ist sie denn? Oh. Oh. Aha. Minuspunkte bei Alex. Ja, wen interessiert Alex? Schön, dass es hier im Chat steht, auch so. Ja. Oh, aber beim Müllsammeln erwischt. Mega offensiv, weißt du? Wo zum Geier ist Abigail? Oh, ich hasse diesen Fisch. Ich hasse ihn. Abigail schon zu Hause? Ich hab doch hier die Quest, ey. Es ist verschlossen. Ja, das weiß ich, dass es verschlossen ist. Wo ist sie denn? Die muss ja nach Hause gehen jetzt gleich. Soll ich so richtig stalkermäßig vor der Tür warten? Abigail. Und was ist, wenn sie, schon drin ist im Haus? Und schläft. Das ist so eine Lose-Lose-Situation. Es ist Freitag. Die kommt um 21 Uhr nach Hause. Dann ist das jetzt! Dann ist das jetzt! Okay, ich warte vor der Tür. Überhaupt zufälligerweise warte ich vor der Tür. Ja, ja, ja. Auch im Winter? Kann dieser Fisch auch mal entspannen, bitte? Oder ist sie im Winter früher zu Hause? Das wäre natürlich ekelhaft. Aber das ist nicht Abigails Haus. Wohnt die nicht hier?
Wohnt Abigail okay, nicht oben bei Demetrius und Robin? Nein. Ist das nicht die Tochter von denen? Ich meine nicht. Die wohnt bei Pierre? Ja, ja, stimmt. Ja, das ist die Tochter von Pierre. What? What? Plot Twist? Ich dachte, das wäre die. Ich dachte, die hatten einen Sohn und eine Tochter. Aha. Stieftochter. Ja, so wird das natürlich nichts. Die, ach, das ist Maru, stimmt. Ah. Ja, das kann ja mal passieren. Ja, ärgerlich. Ja, dann muss ich das am nächsten Tag machen. Wer hier mit wem bumst, ist halt auch nicht ersichtlich. Ne? Wer hier mit wem verwandt ist, das weiß ich ja auch eigentlich nicht. Kann ja jeder sein. Ah, stimmt, Abigail ist die Stieftochter von Pierre und in der Lore gibt es Hints darauf, dass Abigail eigentlich die Tochter von Magier ist. In der Lore alleine. Mhm. Hildegard versucht zu schlafen. Nee, Fee. Wenn Hildegard versucht zu schlafen, dann sollten wir das auch tun. Ich hänge gerade in der Kanalisation. Warte, ich komme nach Hause. Ich habe versucht, den Legendenfisch zu fangen, aber er war zu strong. Tja. Ärgerlich. Ich habe mich nämlich schon ins Bett gekuschelt. Warte, Lea kommt hier gerade. Habe ich mit dir schon geredet, Lea? Ja. Okay. Abby, und dann stehe ich da vom Haus. Alter. Und dann wohnt die wo da gar bleibt nicht. Bleibt die Alte. Dann habe ich die verwechselt mit Maru. Ah, ja. Maru, Abigail, kann man mal verwechseln. Potato, Potato, ne? Potato, Schmutato. Tomato, Tomato. Muss eben meine Fische verkaufen, Moment. Ja, Linus wird dich auf jeden Fall ins Bett bringen. Aber deinem Glück ist es der Jojo am Markt mit dabei, der, wer auch immer das sein soll. Hier für die Artefakte kriegst du doch nichts. Die kriegst du. Also. Alleine, guck mal. 5 Karpfen habe ich weggeräumt. 280G. 5. Angeln ist so scheiße. Ich wollte doch nur den legendären Fisch, ey. So ist das, Leute. So ist das. Gut. Heute lange Folge. Wir sagen auf Wiedersehen zu YouTube. Ciao. Ciao. Tschüss, YouTube.